Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video, wenn es um den Crashkurs geht zu BWL bzw. entsprechenden Rechnungen. Wir haben uns im ersten Teil beschäftigt mit der Kostenvergleichsrechnung und in diesem Video geht es um die Deckungsbeitragsrechnung und die Gewinnvergleichsrechnung. Das ist beides mehr oder weniger untrennbar miteinander verbunden. Und ich möchte in dieser Serie von kurzen, kompakten Videos auf möglichst einfache Art und Weise hier die wesentlichen Rechenverfahren darstellen, mit denen man sich in der BWL beschäftigt. Das ist relevant für euch, wenn ihr auf ein Wirtschaftsgymnasium geht, wenn ihr mathematische Zusammenhänge besser verstehen wollt oder wenn ihr BWL als also als Hauptfach habt oder auch als Nebenfach. Und oder wenn ihr zum Beispiel auch an der IHK zum Beispiel eure Abschlussprüfung habt. Im ersten Teil hatten wir uns ja mit der Kostenvergleichsrechnung beschäftigt und heute geht es um Deckungsbeitrag und Gewinn. Grundlagenliteratur ist das von Professor Rennert und mir verfasste Buch Grundlagen der BWL im Sprint mit Spaß zum Wesentlichen für alle. Und das Innovative daran ist, das soll so einfach sein wie diese kompakten Videos und soll wirklich jedem, auch Schülerinnen, jeder Schüler soll da die wesentlichen Grundlagen der BWL nachvollziehen können. Dazu müsst ihr nicht mal studiert haben, um das Buch zu verstehen. Und das ist wirklich das Einmalige an dem Buch. Wenn ihr wollt, könnt ihr einfach in der Videobeschreibung auf einen der Links klicken. Dann habt ihr einen Rabattcoupon sogar dafür, entweder über Amazon oder über meine Homepage, wenn ihr Interesse daran habt. Hier nochmal die Links. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne mit mir vernetzen. Ich muss mich immer noch an das neue X hier gewöhnen, das Twitter-Logo. Im ersten Video hatte ich noch das alte Twitter-Logo, jetzt habe ich das auch mal auf das neue X hier umgestellt. Und naja, also los geht's. Wir wollen uns beschäftigen, wie gesagt, mit Deckungsbeiträgen und Gewinnen. Und dazu schauen wir uns ein einfaches Beispiel an, was ich immer in der Vorlesung an der Universität herbeinehme in diesem Kontext. Und zwar geht es um den Verkauf von Bowle auf einem Flohmarkt. Und wir hatten ja schon im ersten Teil über die unterschiedlichen Kostenarten gesprochen, nämlich fixe und variable Kosten. Variable Kosten sind alle Kosten, die direkt in das Produkt eingehen. Und wir nehmen mal einfach an, dass wir Bowle selbst herstellen und auf einem Flohmarkt verkaufen wollen. Und die Herstellungskosten, die variablen Stückkosten betragen 20 Cent pro Becher. Das heißt, ich muss einmal Pappbecher ausgeben, die werden nachher weggeschmissen. Das heißt, natürlich ökologische Pappbecher. Aber dafür habe ich Kosten. Dann habe ich natürlich Kosten für das Produkt selber. Dann habe ich natürlich die variablen Gesamtkosten. Das hatten wir letztes Mal auch schon gesagt. Die Formel ist hier einfach, ich nehme diese variablen Stückkosten, 20 Cent, mal der verkauften Menge und dann habe ich meine gesamten variablen Kosten. Und ich nehme mir vor, das Produkt zu verkaufen zu 1 Euro pro Becher. Und das ist der Preis, den ich nehme und der Preis ist gleichbedeutend mit dem Umsatz bzw. Erlös pro Stück. Ganz wichtig schon mal, Umsatz und Erlös sind synonyme Begriffe in der BWL. Auch sonst, ihr habt vielleicht mal in der Wirtschaftspresse von Umsatzerlösen gehört und dann wisst ihr, das sind synonyme Begriffe. Und fixe Kosten hatten wir letztes Mal auch schon angesprochen. Das sind alle Kosten, die fix sind. Und da habe ich der Einfachheit halber zwei Kostenkomponenten nur, nämlich Miete, die Pacht, die ich zahlen muss letztendlich für meinen Stand, den ich da aufbaue mit der Bowle, mit dem Ausschank. Und dann habe ich natürlich noch einen Weg, ja, mit dem PKW, den ich da zurücklegen muss oder mit dem Elektroroller, was auch immer. Und wir gehen mal einfach davon aus, dass wir 20 Euro für den Stand zahlen und 10 Kilometer zurücklegen mit dem Wagen. Und wir rechnen mal 50 Cent pro Kilometer. Das heißt, ich habe hier fixe Kosten von 5 Euro plus 20 Euro macht 25 Euro. Das sind erstmal die Ausgangsdaten. Und jetzt schauen wir uns die Zusammenhänge einmal an. Jetzt ist es weggegangen. Rufe ich nochmal schnell auf. Zack. Hab auf den falschen Knopf gedrückt. Und oben ist jetzt erstmal die Kostenfunktion. Die brauche ich natürlich, um Gewinn auszurechnen.
Die Kostenfunktion, die Gesamtkostenfunktion ist immer klein kv mal x plus kf für die fixen Kosten. Das hatten wir ja im ersten Video auch schon herausgearbeitet. Also habe ich die Kostenfunktion 0,2 mal x, das sind meine variablen Kosten, plus 25. So einfach ist das. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr versteht, dass man eine ganz, ganz wichtige Größe hat im Rahmen der Deckungsbeitragsrechnung oder überhaupt dieser Begriff Deckungsbeitrag. Und der sogenannte Stückdeckungsbeitrag berechnet sich, indem ich von dem Preis, den ich nehme, die variablen Kosten abziehe. Also P minus KV, das ist die Formel für klein db. Das ist der Deckungsbeitrag, den ich pro Stück habe. In dem Fall 1 Euro minus 20 Cent macht 80 Cent. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Gewinn. Warum nicht? Weil ich hier ja nur die variablen Kosten abziehe, nicht die fixen Kosten. Die habe ich ja noch gar nicht abgezogen. Und die Formel für den Gewinn, jetzt kann man das auch gut verstehen, ist, Gewinn ist gleich Erlös minus Kosten. Und wir hatten ja schon gesagt, Erlös und Umsatz sind synonyme Begriffe. Also kann ich auch schreiben, Umsatz minus Kosten. Und Umsatz bzw. Erlös ist immer Preis mal Menge. Also die Formel für Erlös oder Umsatz ist immer P mal X. Und das hatten wir ja schon gesagt, der Stückerlös ist ja 1 Euro. Ich bekomme 1 Euro als Einnahme pro verkauften Becher. Also 1 mal X ist im Prinzip die Erlösfunktion. Die steht hier, P mal X. Und da muss ich davon natürlich alle Kosten abziehen, die ich habe. Also minus groß KG und das setzt sich zusammen aus KV mal X plus KF. Das ist im Prinzip die Gewinnfunktion. Und jetzt muss ich das einfach nur noch einsetzen. Erlös ist 1 mal X und Gewinn ist gleich Erlös minus Kosten. Also 1X minus 0,2X plus 25 waren die fixen Kosten. Also habe ich hier die Gewinnfunktion 0,8X minus 25. 0,8 ist mein Deckungsbeitrag und von diesem Deckungsbeitrag muss ich natürlich noch die fixen Kosten abziehen. Nehmen wir mal an, wir verkaufen 100 Becher am Ende des Tages. Dann habe ich folgenden Gewinn gemacht. Gewinn hatten wir ja gesagt, ist Erlös minus Kosten. Ich verkaufe 100 Einheiten. Ich verkaufe 100 Einheiten zu 1 Euro, also 1 Euro mal 100. Das ist mein Erlös oder Umsatz. Und davon ziehe ich jetzt einmal die fixen Kosten ab, 25. Und ich muss noch die variablen Kosten abziehen, 100 mal 0,2. Und dann habe ich also einen Gewinn von 55 gemacht. Man könnte natürlich auch hier alternativ nicht einfach rechnen, 1 mal 100 minus 25 minus 100 mal 0,2, sondern man könnte gleich den Deckungsbeitrag nehmen. Also 0,8 war ja der Deckungsbeitrag. Mal 100 und dann muss ich nur noch die 25 abziehen. Dann komme ich zum gleichen Ergebnis. Jetzt ist eine ganz häufige Frage in Klausuren und Prüfungen, wie ist die Break-Even-Menge? Das heißt, wo liegt die Gewinnschwelle? Ab welcher verkauften Menge mache ich den Gewinn? Und die Break-Even-Menge ist immer genau da, wo der Erlös bzw. Umsatz die gesamten Kosten deckt. Das heißt, bei der Gewinnschwelle ist der Gewinn 0. Da wiegen natürlich gerade die Umsätze die gesamten Kosten auf. Und wenn ich das jetzt hier einfach nur umforme, dann habe ich Gewinn gleich Erlös minus Kosten. Und das soll 0 sein. Ich setze also für G gleich 0. Daraus folgt im Break-Even-Point, bei der Gewinnschwelle, muss der Erlös gleich den Kosten sein. Und wenn ich das so ein bisschen umforme hier, Erlös hat mir gesagt, ist Preis mal Menge, muss gleich sein KV mal X plus KF, dann bekomme ich die Formel für die Break-Even-Menge heraus und die ist fixe Kosten durch P minus KV oder fixe Kosten durch Deckungsbeitrag, haben wir ja schon gelernt. Nämlich P minus KV ist immer der Stückdeckungsbeitrag. Und das ist eine Formel, die solltet ihr euch auf jeden Fall merken. Die Rechnung dahinter ist gar nicht so schwierig. Das schauen wir uns jetzt hier am Beispiel an. Break-Even-Menge hier ist 25. Das war ja unser Fixkostenbetrag, Miete plus Weg.
geteilt durch P minus KV, 1 minus 20 Cent macht 80 Cent oder kann gleich hier den Deckungsbeitrag einsetzen, dann macht das 31,25. Aufgerundet würde das natürlich bedeuten, dann ich muss 32 Becher verkaufen, um die Kosten durch den Erlös mindestens auszugleichen. Dann habe ich einen ganz leichten Gewinn gemacht. Bei 21,25 kann ich ja schlecht ein Viertelbecher irgendwie ausschenken, aber bei 21,25 bin ich genau break-even. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt eine andere Aufgabenstellung. Also der Gewinn soll 100 Euro betragen und ich will wissen, wie viel Stück muss ich dafür verkaufen. Dann setze ich einfach nur die 100 ein. Also Gewinn soll 100 sein und ich forme das um. Gewinn gleich 1 mal x, das ist der Umsatz, minus die 25, also fixe Kosten, minus 0,2 mal x variable Kosten. Und das soll 100 sein. Und dann bekomme ich raus 0,8x gleich 125 und ich teile die 125 durch die 0,8 und habe raus 156,25. Das heißt, hier muss ich schon 156 und ein Viertelbecher, genau zu sein, also 157 Becher verkaufen, um 100 Euro Gewinn zu machen. Gut, und jetzt wollen wir uns das Ganze nochmal zeichnerisch ansehen. Das mache ich mal ganz langsam, um die Funktion nach und nach abzubilden. Wir haben das ja schon bei den Kostenfunktionen letztes Mal gesehen, bei der Kostenvergleichsrechnung. Also hier habe ich zum Beispiel diesen Fixkostenblock, diese 25. Wir hatten ja gesagt, die fixen Kosten sind immer eine Parallele zur Abszisse im Abstand der fixen Kosten. Hier habe ich 25, also eine Parallele zur Mengenachse im Abstand von 25. Und die variablen Kosten sind 20 Cent. Und jetzt setze ich einfach mal 50 ein, um einen Wert zu bekommen. Das ist ja eine lineare Funktion. Die ist definiert oder ist gegeben durch zwei Punkte. Und 0, 0 ist ja immer ein Punkt. Wenn ich nichts herstelle, habe ich keine variablen Kosten. Und dann nehme ich einen weiteren Wert. Ich setze also 50 ein. 50 mal 0,2 habe ich also 10 Euro an variablen Kosten. Und die trage ich ab. Also habe ich hier die Kurve der variablen Kosten. Und jetzt brauche ich natürlich auch die Gesamtkostenfunktion. Und ihr erinnert euch vielleicht aus dem ersten Video noch, die Gesamtkostenfunktion ist eine Verschiebung der Kurve der variablen Kosten um den Betrag der fixen Kosten. Eine Parallelverschiebung der KV-Funktion um 25. Das sehen wir uns hier an. 25 plus 25 mal 0,2. Hier habe ich mal 25 eingesetzt. Muss man eigentlich gar nicht machen. Und dann verläuft die Gesamtkostenfunktion genau so. Kann man hier schön erkennen. Eine Parallelverschiebung. Nämlich wenn ich auch 0 produziere, habe ich ja immer noch die fixen Kosten, also die 25. Gut. Jetzt schauen wir uns mal die Erlösfunktion an. Wenn ich nichts verkaufe, habe ich auch nichts umgesetzt. Ne? Das ist klar. Also beginnt die schon mal im Ursprung. Jetzt brauche ich nur noch einen weiteren Punkt. Ich setze wieder 25 ein und rechne dann 1 Euro pro verkauften Becher mal 25 gleich 25 Euro und die Erlösfunktion verläuft so. Und jetzt habe ich praktisch fast alles zusammen. Hier habe ich nochmal den Fixkostenblock eingezeichnet. Den habe ich ja letztes Mal schon benannt gehabt. Und hier ist im Prinzip, was ist da? Da ist was? Verlust. Nämlich, da ist die Gesamtkostenfunktion größer als der Umsatz. Also bis zu diesem Punkt habe ich einen Verlust. Und ab diesem Punkt habe ich einen Gewinn. Deswegen ist genau der Schnittpunkt zwischen Gesamtkostenfunktion und Erlösfunktion die Gewinnschwelle bzw. der Break-Even-Point. Also der Break-Even-Point liegt bei 31,25. Das haben wir auch ausgerechnet. Damit habt ihr die wesentlichen Inhalte schon mal nähergebracht bekommen. Ich finde an einem sehr, sehr einfachen Beispiel, sodass es jeder nachvollziehen kann. Und jetzt wollen wir noch kurz einen
nicht komplexeres Beispiel nehmen, aber noch eins aus der Vorlesung an der Uni. Und die Gewinnvergleichsrechnung ist, wie gesagt, die zweite Rechnung, die ihr braucht auf dem Wirtschaftsgymnasium, wenn es um Investitionsrechnung geht und die auch ganz, ganz häufig in der Praxis Anwendung findet. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das Beispiel ist hier wieder ein wenig komplexer. Das sieht aber nur so kompliziert aus. Es ist wieder meine Bauwerk GmbH. Und wir haben hier die entsprechenden Daten gegeben, die wir eigentlich im Prinzip schon kennen von der Kostenvergleichsrechnung. Einmal den Anschaffungspreis, die Lebensdauer, Kapazität, Montagekosten, Wartungskosten. Und das Einzige, was jetzt dazu kommt, man steht hier oben, das sind die Erlöse. Ich brauche hier jetzt die Preise im Prinzip, zu denen ich was verkaufen kann. Und ich verkaufe ja hier Zahnräder und ich kann das bei der Maschine A kann ich ein Zahnrad für 70 Euro Cent verkaufen und bei Maschine B für 90. Das ergibt wiederum Sinn, weil die Maschine B hier annahmegemäß ein bisschen teurer ist. Das heißt, sie stellt vielleicht präzisere oder hochwertigere, durablere Zahnräder her. Der Kalkulationszins beträgt 10%. Und dann kann ich jetzt wieder einfach die Kosten nehmen. Das kann man hier sehen. Also, was sind alles Kosten? Ich muss einmal die Abschreibung nehmen. Ich mache das ja periodenbezogen und die Abschreibung setzt sich zusammen aus den Anschaffungskosten geteilt durch, die Nutzungsdauer. Also 400.000 durch 5 Jahre macht 80.000. Dazu muss ich nehmen die Montagekosten 20.000 und die Wartungskosten. Die sind hier, das hat man bei der Kostenvergleichsrechnung auch, pro Monat angegeben. Also muss ich die 1.000 Euro noch mit 12 multiplizieren. Und ich muss 12.000 noch dazu addieren zu den Kosten. Und dann habe ich noch aufgepasst, muss ich auch hier berücksichtigen die kalkulatorischen Zinsen. Und das sind immer, wie wir nachgewiesen hatten, die hälftigen Anschaffungskosten mal dem Zins. Also 400.000 durch 2 macht 200.000 mal 10%. Kann man im Kopf rechnen, sind 20.000. Und wenn wir die Kosten aufaddieren, haben wir hier 132.000 und analog bei Maschine B 144.600. Und jetzt muss ich nur noch den Erlös oder den Umsatz ausrechnen. Und dann den Gewinn natürlich. Der Erlös ist Preis mal Menge. Und ich rechne hier den Preis 70 Cent mal der Menge. Und hier habe ich eine Menge von 500.000. Man geht ja davon aus, dass man die Kapazität auch verkaufen kann. Also habe ich 350.000 und 450.000 bei B, weil da kann ich ja für 20 Euro Cent mehr erlösen sozusagen pro Zahnrad. Gut, und jetzt bilde ich die Differenz. Erlös 350.000 minus die 132.000 macht 218.000. Und bei Maschine B habe ich zwar eine höhere Anschaffung, aber sonst kann ich natürlich auch mehr Umsatz damit generieren, weil ich einen höheren Stückerlös, einen höheren Verkaufspreis habe. Deswegen macht sich das hier bezahlt und jetzt bin ich zu weit gesprungen und ich entscheide mich hier nach Maßgabe der Gewinnvergleichsrechnung für Maschine B. Das Problem ist bei der Gewinnvergleichsrechnung, sie ermöglicht keinerlei Aussagen über die Rendite, über die Rentabilität, also mit welchem Kapitaleinsatz das erfolgt ist. Und das macht erst die Rentabilitätsrechnung und die schauen wir uns in einem der nächsten Videos an. An dieser Stelle erstmal wieder danke für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Teilt das, liked das, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, sodass ihr über die neuesten Videos informiert seid. Vielen herzlichen Dank und viel Erfolg bei euren Prüfungen. Alles Gute und Fragen immer gerne in die Kommentare. Ciao.